Bro, es sind 1000 Maps, Alter, und dann kommt die random, Alter. Epoxney. Epoxney. Na ja, klar, ritten die mir die Münzen, Alter. Weichsel. Aua. Ja, zwei Münzen nochmal, wichtig. Dann Item. Oh. Mario Kart Competitive, cringe. Jedes RNG-Game, was Competitive Faktor hat, cringe. Wie Dead by Daylight Competitive. Jeder, der sagt, Dead by Daylight ist Competitive oder gibt's auch Competitive, einfach nur unangenehm. Die tut jetzt ein bisschen weh. Oh, das passt. Ich droppe den hier mal eine Bombe. Jupp. Yep. Das ist halt ehrlich. Nein, es gibt. Also, die sagen das. Die sagen, oh ja, wir sind competitive. Und oh ja, wir haben hier ein competitive Turnier. Ich kann ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Ich kann ja auch sagen, ja, ich mache jetzt ein competitive Mensch, ärgere dich nicht Turnier. Let's go. Dann heißt es aber trotzdem noch lange nicht, dass dieses Spiel competitive ist. Dead by Daylight ist nicht competitive und das gibt es auch gar nicht. Kannst du nicht bei RNG Games sagen. So wie in Mario Kart. Mario Kart gibt es richtig krasse Spieler so. Na klar, bis zu einem sehr großen Maß kannst du auch lernen. Auch in Dead by Daylight. Kannst richtig gut sein. So. Aber es geht nicht competitive. Zeitrennen. Da kannst du sagen competitive. Weil da kann jeder sich die Voraussetzung, jeder nimmt sich dasselbe Fahrzeug, easy, und geh auf Bestzeit. Dann kann man wirklich sagen, aber man kann nicht sagen, jo, lass mal normal Mario Kart spielen mit Geschenken und sowas. Und dann sagen, oh ja, ist competitive. Und oh ja, ich bin Pro. Cringe, Digga. Oh, scheiße. Macht sich Heck mal besser. Oh Mann, weil der meine frisst. Ich fass es nicht. Ey. Ja, competitive, Bro. Sieg. Ein Pro-Player hätte das jetzt besser gemacht, Kappa. Ja, oh, das hätte ein Pro jetzt auch besser gemacht, wie die Rote mich gefressen hat. Versteht ihr das? Es gibt kein Pro. Es gibt hier nicht competitive. Die Leute reden sich ein, aber es gibt kein. In RNG Games gibt es kein Competitive. Competitive heißt. Ja, Blitz so. Weißt du? Irgendjemand hat jetzt einen Stern. Ja, Competitive. Mies gut gespielt. Weißt du, was ich meine? So. Kannst du ja nicht beeinflussen. Sobald du ganz viele Sachen, ganz viele Faktoren ab einem gewissen Maß nicht mehr beeinflussen kannst, dann ist auch kein Competitive. Auch wenn du sagst, jo, es gibt Turniere und sowas. Das existiert nicht. Oh, shit. Im Chat geguckt. Ja. Augen immer auf die Straße bringen. Ich gucke immer nur dann hoch, wenn ich gewichst werde. Nur dann. Weil mehr als Gas geben kann ich danach ja nicht, oder? Hm.
Oh mein Gott, wie lange war ich stunned gerade? Es gibt eine Website und dann gibt es da voll viele Leute, die das spielen. Und ja, oh, jetzt ist Competitive und Pro. Warum verstehst du es einfach nicht? Ich kann auch eine UNO-Website machen und sagen, yo, lass UNO spielen mit den härtesten Sweats, die sau viel UNO in ihrem Leben gespielt haben. Competitive. Wenn man was Competitive nennt, ist es nicht Competitive. Gott, wie kann man so lost sein? Du musst einfach nicht verstehen. Du kannst keinen, sei es Mortal Kombat, Tekken, Smash Pro. Du lernst etwas und da ist kein RNG-Gebot. Gibt es nicht, das ist das nicht. Es gibt keine RNG, es ist dein Skill oder der deines Teams, der entscheidet, wie gut du bist. Klar, auch da können immer mal RNG-Momente reinknallen, so wie wenn du ein Valorant mal zur falschen Zeit wegguckst. Wisst ihr, was ich meine? Das gibt's halt auch, klar. Aber trotzdem ist das ja maximal kompetitiv, weil jeder mit denselben Voraussetzungen startet. Und auch in-game nicht hart beeinflusst wird durch Glück, sondern durch deine Spielweise. Und das ist in Fortnite oder Dead by Daylight halt nicht so. Ist es nicht. Also du kannst bis zu einem gewissen Maß beeinflussen, aber dann ist da... Jo, was ist die Map-Wahl? Was haben die Survivor für Perks mit? Reden die miteinander oder nicht? Weißt du? Was hast du für Perks mit? Welcher Killer bist du? Das ist zu viel. Ab da kann man schon nicht mehr sagen, das ist nicht kompetitiv. Und Digga, also Mario Kart sogar noch mehr cringe. Wenn man da sagt, das ist kompetitiv, Digga, das ist noch more cringe als Dead by Daylight. Weil hier gibt es einfach Geschenke. Bro, ich kann einfach durch ein Geschenk fahren und da ist eine Tröte drin auf dem ersten. Oder da ist einfach ein Coin drin. So, was ist besser? Der Coin, wo ich schon 10 davon habe, oder die Tröte, die mich von der blauen retten kann? Wo ist das competitive? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die kriege ich nicht mehr, oder? Kriege ich die noch? Ja, die hat der getankt, der Ja! Aber Zeitfahren, wenn man sagt Zeitfahren, da ist ein competitive Faktor. Jeder startet gleich. Es gibt keine Geschenke, die irgendwas beeinflussen, sondern du fährst einfach. Da kannst du sagen, jo, das kann man kompetitiv spielen. Das ist safe. 100 Pro. Aber doch nicht so, wie ich jetzt spiele. Toll, der auf dem zweiten hat 3 rote bekommen. Ja, und jetzt? Wie beeinflusst sich das? Wo ist das kompetitiv, Digga? Jeder, der was anderes sagt, ist einfach nur lost, Digga. Also völlig verloren, Bezug zur Realität verloren. Der sowas vergleichen mit einfach einem Competitive-Spieler. Der irgendwie... Also ich bin ja gar nichts Competitive. Nichts. Aber es ist irgendwie Beleidigung für jede Competitive-Sportart in dem Sinne. Oder E-Sport. Sagen wir es mal so. Es ist einfach eine Beleidigung. Ich sehe nix. Okay, der stand auf einmal vor mir. Die haben wir schon 10.000 Mal im Stream und checken es. Aber ja, die sind dumm. Die sind dumm. Oh Gott, die Leute sind... Die verteidigen ihre Games und sagen so, doch, das gibt es. Du liegst falsch. So, wenn ich so der bekannteste und angeblich krasseste Fall Guys Spieler war, ich habe einfach viel gespielt, aber competitive niemals. Ein Game ist dann competitive, wenn viel RNG-Faktor rausgenommen wird. Dann kannst du sagen, es gibt da competitive. Nicht, wenn man eine scheiß Website benutzt. Wie cringe ist das denn? Es gibt eine Website und es gibt viele die Mario Kart Spieler. Oh, wow. Krass. Oh, die sind ja Mods competitive, Digga. Heftig. Es gibt einfach eine Website-Chat. Also, wenn es eine Website gibt, Digga, dann gibt es auch competitive, klar. Ey, Digga, ich guck zu viel in den Chat. Guck mal, wo ich reinfahre. Ja, ist halt unangenehm. Eine Beleidigung für E-Sportler, Digga. Wirklich. Jemand sagt E-Sportler, ich verdiene damit mein Geld, Digga. Und dann kommt einer, spielt Mario Kart, sagt, ja, ich bin auch E-Sportler. Luck, wer bist du? Wenn ich Manuelsen zitieren darf. Luck, wer bist du? Na komm ins Café, Digga. Ich war wie ein Level 3 Bot gerade. Aha. Da ist Brot. Warte, Digga. Ich hab so viel den Blitz beliebt. Schmerzen.
Holy shit. Ups. FIFA ist dann eigentlich auch nicht competitive. Es ist competitive, wenn beide mit denselben Teams spielen. Also es hat weitaus mehr competitive Aspekte, weil da kannst du wirklich, wirklich RNG minimieren. Aber es ist halt nicht fair competitive, wenn man sagt, yo, der hat nur Ikonen, der andere hat nur Bronze-Spieler. Weißt du, dann ist ja nicht competitive. Natürlich ist jetzt ein Trimax nicht gegen so ein, wie heißen die ganzen Pros, gegen Eldos oder kommt der nicht an, auch wenn Max ein besseres Team hat, klar. Aber es ist nicht competitive, wenn irgendwie jemand Bronze spielt gegen Icon Only. Aber FIFA an sich schon overall mehr oder weniger faire Teams. Dann ist schon, würde ich sagen, competitive. Auch wenn, Ausnahmen bestätigen Regel, da kann auch ganz oft Scheiße passieren. Spielfehler, Bugs, FIFA, wie man es halt kennt. Richtige Momentum-Scheiße. Das ist natürlich ärgerlich, aber trotzdem ist ein FIFA 20.000 Mal mehr competitive als hier Mario Kart, Alter. So, ich bin erster, fahren wie ein junger Gott, Digga. Kriegt eine blaue, einen Blitz und drei rote. So, schön. Jetzt, was bringt das, wenn ich gut bin? Was bringt das, wenn ich jede Abkürzung flawless fahre? Man kann maximieren seinen Skill. Man kann wirklich jede Map gut lernen und alle Abkürzungen mitnehmen, die man nur mitnehmen kann, so. Weißt du? Aber am Ende des Tages, was, wenn drei blaue kommen? Nee, zwei blaue kommen. Zwei blaue, eine rote, ein Blitz. Und du bist dann und dann über einer Schlucht wird das gezündet. Weißt du, das kannst du ja null beeinflussen. Oh, das könntest du aber beeinflussen. Scheiße, die muss ich nochmal trainieren für morgen. Absolut muss ich. Roskis Clip Top 3 Abstimmung. Scheiße, da muss ich eigentlich raus, ne? Da würde ich gerne mit abstimmen. Da müsst ihr auch gehen. Vote für Broski. Wenn ihr bei, geht bei Amar rüber und falls dann Voting ist, wer der losteste Clip ist, vote Broski. Kriegt dann aber 500 Tash in the Cash. Der Clip war schon giga lost von ihm. Gönnt ihm. Okay, genau so geht das. Aber die hier ist schwer, ne? Ja, moin, Digga. Die ist ganz woanders. Huch. Ich habe lange nicht mehr gespielt, Digga. Ich muss dann direkt in Drift gehen, ne? Ich habe eine rote. Ich habe einen Pilz. Wir müssen einfach bei Amar reingehen. Jawohl, die meisten schreiben Broski. Wichtig. Ja, Rakete bekommen vom 12. auf den 5., weil ich Competitive Pro bin.